als ich dann die mittlere Reife hatte, wollte ich eigentlich schon auf die Schauspielschule gehen. Da kam mein Vater, meine Eltern sind geschieden, und sagte, das kommt ja überhaupt nicht in Frage, mein Junge, du machst natürlich erst einmal Abitur. Und das habe ich dann auch gemacht. Mein Vater hat gehofft, dass ich anschließend vernünftig werde in seinen Augen und dass ich also nicht mehr den Wunsch weiter hege, Schauspieler zu werden, sondern er hat immer darauf gedrängt, sagt, du musst Wissenschaftler werden, studier Atomphysik. Das ist doch zukunftsträchtig und das ist doch auch interessant, das ist die künftige Technologie und wenn du da einsteigst, da hast du eine glänzende Zukunft vor dir.